das war natürlich jetzt auch nicht gerade die schlechteste Zeit. Nee, so ganz verstehen kann ich nicht. Edelstein? Edelstein. 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 War hier irgendwo. Meine Taste. Ja, ich und meine Taste. Die ist wirklich und nicht klasse. Die ist voll zum Verkackeiern. Das ist doch voll scheiße. Mann, ey, wenn ich so schwimmen muss, das ist doch wirklich scheiße. Also damit meine Taste wieder hängt. Hallo. Danke. Wie die Taste die ganze Zeit klemmt, ey. Das ist ein... ne? Oh, Taste. Oh, ey. So kann man sich Let's Plays auch schwerer machen. Ah! Ach, komm. Ich würde auch gerade... Ich bin eigentlich auch wieder hier mal vom Gas runtergegangen. Ah! Okay. Für sowas... Das ist so zum Kotzen gerade. Ich mach mal ein anderes Gamepad. Ich habe eigentlich ein anderes, aber ich habe jetzt gar keine Lust, das anzuschließen. Ein Computer. Wow. Hallo Möwe. Ich kenne dich noch. Das. Genauigkeit. Hi, ausweichen. So, jetzt kommt wieder die Stelle. Das ist irgendwie hinkriegen. Durchfahren. Nein, jetzt kommt wieder der Tiki. Warte mal ganz kurz. Also da sind, bin ich wieder. Ja, ich mache jetzt mal mit Tastatur da. Aha. Ich weiß nicht, wie es mit Tastatur geht. Nein, warte. Also, wie gesagt, jetzt kommt Tastatur. Und wie hab ich bitte schon diesen Diamanten beim ersten Mal übersehen? Bitte, wie? Und hier darf ich die Insel umfahren. Oh. Wegen diesem Scheiß muss ich jetzt diese ganzen Level nochmal machen. Weil ich so schlau war und es einfach umfahren habe. Herrlich. Naja. Ach ja. Aber im Moment, dann habe ich fast das dritte Level gehalten. Und garantiert schon 5 Parts. Nee, 5 werden es nicht, aber 4 sind es jetzt garantiert schon. Das wird auf jeden Fall mehr als die dritte Welt. Okay, das war auch zu erwarten, weil es jetzt hier einfach nicht mehr blind ist. Das ist immer ein großer Unterschied. Ich habe zum Beispiel mal ein Let's Play gesehen von einem, der hatte euer Wannabe-Ding. Schon oft durchgespielt und der hat es dann in 17 Parts geschafft. Einer, der es noch nicht oft, der es blind gespielt hat, hat es in 80 Parts geschafft. Also... Und von dem her, die sind eigentlich relativ gleich gut gewesen, also. Es ist halt einfach ein Unterschied. Ob man es jetzt blind oder nicht blind hat. Ja, gut. Es ist gar nicht mal so schlimm, wie ich mir vorgestellt habe mit Tastatur. Also ich merke schon, dass es besser ist als Gamepad hier. Und ich hab's geschafft. Ole, ole, ole. Ole, ola, ole, ole.
Na 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 na. Ach ja, und das crasht wieder, aber ich gehe jetzt mal speichern und mache das Spiel aus, um mein Gamepad zu registrieren. Also dann bis gleich. Da bin ich wieder, wer gedacht hat, es geht nicht gleich weiter. Der hat sich geirrt, es geht nicht gleich weiter. Mit neuem Elan und mit Gamepad wieder. Stell ich mich der Zukunft! Ab in die Zukunft! Yeah! So sieht man sich wieder, Crash Bandicoot. Ich soll dir von Uka Uka und Dr. Cortex eine Lektion erteilen. Tja, ich habe meine Mechanik in der Zwischenzeit etwas verändert. Verschwinde, oder du wirst ausgelöscht. Der ist noch hässlicher, als ich gedacht hätte. Ich kenne ihn ja aus Crash, Herrscher der Mutanten. Da sieht er noch einigermaßen human aus. Hier sieht er echt hässlich aus, ohne Scheiß. Naja, egal. Ah, cool, ich habe 3 Leben tatsächlich. Ich war so gut. Hier, warte. Hier kommt gleich wieder Lederstrahl. So. Das sind diese komischen Teile, wo ich bis jetzt so keine Ahnung habe, ob man die überhaupt töten kann. Ich glaube ja fast nicht, darum gehe ich dem bis jetzt lieber aus dem Weg. Laufen, schnell laufen. Letztes Mal gestorben. Hier natürlich Stampfattacke. Was jetzt eine letzte Sache. Rennen, springen. Oh. Wir kommen in eine. Okay, cool. Das Level ist irgendwie ein bisschen anders gestaltet. Aber ich find's schick. Checkpoints. Ach genau, oh toll, jetzt muss ich wieder rausfinden, wie das ging. Wie ging denn der da nochmal? Nein. 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 Ja, genau. Okay, krabbel ich halt. Stimmt, dann kann ich auch ganz einfach krabbeln, aber das andere sieht halt einfach stylisch aus. Ach so, der macht das nicht die ganze Zeit. Ich dachte schon. Wow, nein! Ach komm. Mach stylisch. Ich hab's so langsam raus. Glaub ich. Das hab ich schon mal gesagt. Na toll. Ich hab's schon mal gesagt, dass ich den Bogen raus hab, aber jetzt hab ich's wirklich raus. Ich muss die O-Taste drücken. Schutzschirm für mich. Ah, okay, da habe ich es gebraucht. Und einen Apfel. Seid ihr heute wieder großzügig? Egal, ein Leben. Ah! Ey, Mann, die machen voll kurz. Ist euch das schon aufgefallen? Die haben nur voll kurz eine kurze Freizeit. Das heißt, da ist wirklich dann richtig Time angesagt. Das muss man allerdings noch tun. Komm schon, wie sterb ich da bitte schön? Na cool, ich hab beide auf einmal. Das muss man zu Crash 1 sagen. Solche Sachen wie so Time-Sachen, so das Feuer dann nur so kurzzeitig hochkommt oder so, das ist irgendwie fairer bei Crash 1 als hier. Oh, ich bin so schlau. Ich hab doch einen Doppelsprung. Hier komme ich irgendwie mit, hier ist die Zeit irgendwie etwas komisch begrenzt. Future Francie, ich bleib dabei, ich werde es schaffen. Ich frag mich, wie hieß denn der Typi nochmal? Ich weiß, er ist aus den Herrscher der Mutanten, war er kein Neuzugang, von dem er ist garantiert der Typ, aber ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Schade. Ich glaube, er hatte einen komischen Namen. Na egal, war garantiert so komisch, wie er aussieht. Wie gesagt, ich finde ihn hässlich. Hässlich! Hässlich! Blöde! Ah, ja, schnell, gut.
Oh, fuck. Finde ich relativ human hier alles. Och, komm schon. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, man kann ihn nicht töten. Ich sollte vielleicht mal ausprobieren. Bitte. Ich würde den Teil auf jeden Fall einfacher machen. Ach ja. Whoop. Komm her. Komm her. Danke. Das war doch stylisch, oder? Wer das nicht stylisch fand, der lebt hinterm Mond. Okay, ich sollte vielleicht angreifen, wenn sie nicht gerade ihre rote Schutzwelle um sich haben. Wäre vielleicht irgendwie ein bisschen klüger. Ich weiß ja nicht. Oh, das war unstylisch. Jetzt haben... Ah, okay, man kann sie halt echt wegschleudern. Das macht das Ganze noch viel einfacher. Schnell. Sauber. Aufpassen. So, wegschleudern. Und dann ist das hier auch voll der Kinderklacks hier. Kinderspiel. Ach ja. Spider-Man. Red Dead Spider-Man. Ach ja. Ach, das kommt vielleicht auch irgendwann mal. Spider-Man. Eventuell. Aber ich muss euch jetzt schon warnen, wenn es irgendwann kommt, dann nur auf Kinderspiel. Und zwar, weil ich habe ja den ersten und den zweiten Teil. Und in beiden Spielen gibt es einmal, wo es auf Zeit geht. Und wegen genau diesen zwei Stellen schaffe ich es. Nämlich auf Kinderspiel gibt es da keine Zeit. Und die schaffe ich halt nicht. Die schaffe ich halt, wie gesagt, nicht, wenn ich da Zeit habe. Ich weiß nicht. Ich krieg's nicht hin. Ein Freund von mir hat's auch. Er schafft sich. Den Rest schaffen würde ich auch alles auf einem höheren Schwierigkeitsgrad schaffen. Aber einfach, das ist eine Level. Man kann halt nicht während dem... Ja! Ist das überhaupt schaffbar? Wieso? Ich muss vielleicht mal mehr warten. Ich bin zu ungeduldig, merke ich auch schon. Aber ganz ehrlich, dieses Stromschocker-Teil da ist echt sehr knapp beschätzt. Dieser da. Und jetzt. Wow, ich hab's geschafft. Jetzt kommt schon wer grün. Werde grün. Genau. Falls jemand in Französisch ist und Probleme hat, sich Werde zu merken. Das Werde grün ist. Dann merkt ihr, ich hab gerade den Satz Werde grün. Hilft. Wow. Lucky. Und dumm. Finde ich nicht toll. Juhu, ich habe die ganzen Äpfel weggeschleudert. Geh in deine Schutzform, bitte. Ja, cool, man kann die. Checkpoint! Wundervoll! Nein, nicht so ein hässliches Teil. Hey! Och, komm schon! Ich habe doch Drehattacke gemacht und ich habe fast wieder kein Leben mehr. Das ist hässlich. Ey, komm! Willst du mich verarschen? Du haust von mir ab! Angsthase, ey, echt. Hallo! Ich drücke! Der haut voll von mir ab. Voll der Feigling, ey. Schäm dich. So. Juhu. Sieht schon irgendwie alles so modern aus. Das kann man schon sagen. Nee, ich weiß, dass es gleich rot wird. Werde grün. Ah, gut. Brauche ich noch einen Checkpoint? Ah, gut. Ah, Secret. Das ist immer gut. Da kriege ich ein bisschen Leben. Und man merkt auch schon, die Secrets werden auch so langsam ein bisschen anspruchsvoller. Sauber. Ah! Na toll. Das war so gut. Dann stürze ich mich in den Abgrund. Egal. Nächster Versuch. Wie viele wahrscheinlich schon gemerkt haben, also ich bin wirklich kein Pro in diesem Spiel.
Aber es macht Fun.